Guck. Oh, ich muss kacken. Warte. Gib mir Deckung. Ich muss kacken. Ja, ich geb dir Deckung. Oh, oh Gott. Ich beeile mich. Du, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, er ist platt. Warte, ich komm gleich. Oh Gott, Mann, das ist ein Riesenwurst. Ich musste so dringen. Willkommen zurück zu Abiotik Faktor. Mit dabei der Einrad. Einrad, was ist dein Beruf? Ja, genau. Und los geht's. Okay, schnell weg hier. So, wo sind wir denn stehen geblieben, Einrad? Looten? Oh, die... Tür klemmt? Warte, warte. Warte, warte. Ja! Genau. Auftreten, die Scheiße. Das ist eine Falle. Wo waren wir denn jetzt? Wir waren looten, aber wir waren bei dem, wir waren im Teleporter, genau. Ich habe mir zuletzt die Rüstung gebaut. Warte mal, ich habe die Rüstung gebaut. Beste Rüstung. Ich habe Laborhandschuhe, die machen was? Erhöht die Gewichtskraft um 10, wie krass. Ach so, Set-Bonus, Mitarbeiter der Woche. Du fängst an, die Last deines Teams zu tragen. Erhöhe Gewichtskapazität um 10. Requires at least 2 pieces. Provisorische Heilung, das ist, hab ich den Bonus. Nur habe ich noch nicht, wenn das ist der Arbeiterhelm. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht, oder? Ich meine, gut, die Bleiwesten. Wir müssen mal, ist schon wieder am Schlafen! In meinem Bett! Was? Wir müssen hier noch ein Bett bauen, das geht so nicht. Nein, ich bin hellwach. I have to go right away. Okay, wir haben. Ist das verbrannt? Nein. Nein, das ist nicht verbrannt. Komm mal. Wo rennt du denn immer hin? Bist du auf dem Klo? Mein Geschäft verrichten. Okay, wie läuft's denn? Erzähl mal. Okay, warte. Ah, perfekt. Ja, was denn? Erzähl mehr Details, ja, bitte. Ja, was nussig oder eher cremiger im Abgang? Schon sehr gut fest, es flutscht. Ja, also Glücksschiss, du meinst Glücksschiss? Oh, das war ein Malheur. Oh, was ist denn Malheur? Du sitzt doch schon noch im Klo. In der Summe ein Erfolg. Kann ich den mitnehmen? Ey, ich bin... Ach, scheiße. Alarm! Ich komm zurück. Nein. Ich komm zurück. Alarm? Nein, ich komm zurück. Alles gut. Ich hab nur ein Sofa geholt für das... Ich will dir noch ein Bett bauen, damit du nicht mein Bett voll pupst. Nein, ich baue mir ein neues Bett, weil ich will jetzt nicht mehr in dem Bett schlafen, wo mein minder qualifizierter Arbeiter drin geschlafen hat. Das geht halt gar nicht. Er hat mich minder genannt. Ich überlege, ob ich hier reingehe, aber das kann ich nicht abbauen. Wir müssen irgendwann mal umziehen, aber ich finde, so schön ist das hier noch nicht. Nee. Also was Schöneres meine ich. Was Schöneres haben wir halt noch nicht gefunden. Ich fürchte auch, dass es keine Ausgangsposition für eine Basis ist. Was meinst du? Letztes Mal sind die Monster direkt drin gespawnt. Ja, aber ich glaube, das ist Zufall, oder? Ich weiß es nicht. So, warte mal, was brauche ich nochmal fürs Bett? Sekunde. Was habe ich denn hier? Eingabefeld Hack. Achso, das mit dem Hackzeug haben wir gekriegt. Rechengehäuse. Willst du die Pläne mal lernen und mir geben oder muss ich das eigentlich auch immer machen? Ja, ich weiß halt nicht, welche du nicht hast. Okay, ich brauche Stofffetzen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hast du jetzt mal rausgefunden, wie wir die Quests lösen oder bleiben die für immer vorhanden? Quests? Ja, weil da steht sowas wie, bau ein Bett. Aber das haben wir ja. Wo steht es? Ja, wenn du J drückst. Und dann gehst du da auf Notizen für den Bürosektor. Du drückst quasi J, dann drückst du da auf der Bürosektor, wo wir sind. Und steht da, in Silo 3 hacken oder baue ein Bett. Das kannst du anhaken. Aber das sind halt nur Notizen wahrscheinlich dafür. Bau ein Bett. Wahrscheinlich haben das schon. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen. Das ist die Barrikade.
Meinst du, ich finde das irgendwo? Okay, Stoff. Oh, ah, okay. Oh, ah, oh, Quest. Ja, die, das, wenn du J drückst, das ist sehr unübersichtlich. Ich weiß, was du meinst. Das meinst du wahrscheinlich, ne? Die Viecher sind anfällig für Stumpfschaden. Willst du nochmal eine Rüstungsständer bauen? Er hat Ständer gesagt. Gerne. Anheften. Das. Ich baue dir dein Bett da hinten in den Kühlraum, ne? Ja. Das ist alles scheiße, hier kann man überall nur Kacke schlafen. Ups. Nee, warte, ich muss den Helm anziehen. Ach, den habe ich ja dabei. Bob, der Meister. Der Bademeister. So, hier ist jetzt dein Bett. Musst du mal claimen. Jetzt muss ich das hier erstmal wieder entstinken. Nee, warte mal, was soll ich da schlafen? Nee, das ist jetzt mein. Nee. Nee, nee, ich schlaf hier. Warte. Nee, ich schlaf hier. Du hast mal Schraubschlüssel. Achso, du musst jetzt mal in einem anderen Bett liegen, dann kannst du es claimen. Wo ist denn das andere? Ich glaube, das kannst du sowieso schon, aber. Ups. Aber egal. So, dann haben wir das. Dann haben wir noch. Warte mal. So. Schwermetall. Anscheinend gibt es Ambosse. Das haben wir gefunden. Energiemangel. Nachts gehen die Einrichtungen Strom aus Licht aus. Ich muss dafür irgendeine Lösung finden. Dr. Shepard hat offensichtlich kein Interesse daran, durch die ganze Manufaktur zu latschen, um hier rauszukommen. Hat Energiezellen auf Stufe 3. Finden wir die Energiezellen auf Stufe 3. Haben wir eigentlich Stufe 1 schon durch? Gucken wir mal. Da ist das Plaza. Cafeteria. Das haben wir. Check, check, check. Da waren wir noch nicht. Doch, da waren wir schon. Da waren wir noch nicht. Das ist der Kiosk. Da ist die Treppe. Ja, sehr schön. Weißt du, dann tue ich nämlich bei mir immer mein Bauzeug drauf. Und die Dingenswesten liegen einfach am Boden. Aber ist die Frage, wir haben doch zwei Trupps. Wo sind denn die beiden Trolleys? Ich glaube, die haben wir stehen lassen. Ach so, lass mal die Bleiwesten mitnehmen. Und die lassen wir dann immer im Trolley, weißt du? Ah, ja. Ah, ich habe keine Pfeile mehr. Sekunde. Ja. Und Metall. Metall? Da war es. Düsseldorf. Wo haben wir denn Stifte? Stifte? Bei Komponenten? Nein. Ja. Doch, bei Komponenten. Ich überlege, ob wir hier so ein Rechengehäuse machen sollen und so. Ich glaube, ich scheiße erstmal drauf. Das ist die Frage, ob wir das brauchen, um Sachen zu lernen. Stolperfalle. Wir haben ja noch gar keine Fallen gebraucht, das ist das Lustige. Controller. Der Beste, er braucht keine Fallen. Ich brauche keine Fallen. So. Eingabefeld-Hack. Eigentlich ist dieses Minigame total witzlos. Schlafen? Nein, diesen Bauplan lernen. Ach so, ja. Das ist irgendwie so. Ich meine, es ist ja immer machbar. Es ist ja nicht so, als wenn das irgendwie kompliziert wäre. So. Okay, ich bin überladen. So, das. Plastik. Holz.
Netze habe ich auch noch. Hier ist noch Kühlschrank Essen. Bunga, Bunga. Wie bitte? Das war jetzt ein bisschen random. Guck ich mal an. Was macht das? Ein bisschen mehr Rüstung. Ganz wenig. So, und ablegen. Eine Hose habe ich noch nicht, ne? Wir haben ja so. Doch, wir haben so ein paar Sachen, aber das ist alles zu teuer. Magazin haben wir halt nicht. Explosion? Ich habe nichts gehört. Okay, komm, gehen wir los. Ich überlege gerade, ob ich die Umgebungsstärke mal lauter mache, so. Willkommen bei einer neuen Folge. Einstellungsmar. Einstellungsmar? Warum Einstellungsmar? Nee, halt nicht. Ach so, willkommen bei einer neuen Folge Einstellungsmar. Ein Aldemar ist wieder in... Warte, hier waren wir auch noch gar nicht drin, ne? Da habe ich beim letzten Mal gesagt, nee, da gehen wir jetzt nicht rein. Hast du das gesehen? Aus der Hüfte. Lecker, lecker, lecker. Was ist der nächste? Dr. Derek Mance reporting. Research Director, Gate Cascade Research Facility. Originating in Antiverse 2. IS-171 is a stationary sessile entity that traps its food with a retractable tentacle. The experience of being caught is rather like being attacked by an angry pizza. It presents no real threat, but leaves an enduring, not entirely unpleasant... Getting attacked by an angry pizza. Suggestions for possible applications include perfume... Kannst du dich mal nützlich machen und die Sachen hier einsammeln? Du Büro-Kavallerie. Das ist dabei. Ich bin stolz, okay. Ach, die Dinger wollte ich einsammeln hier, ne? Bier, Gummi. Bunkerwände. Die haben sogar einen Beamer. Hightech. Oh, guck mal, hier ist ein Dingensspender. Dingens. Ich hab erstmal gewaschen. Ich scheiß auf Türen! Mist, ich muss mein... Warte. Aha, wo geht's hier hin? Ach, hier ist noch ein Klo. Jetzt noch ein Weg? Hallo? Hallo? Das ist doch kein Klo. Hab ich da gerade, das wäre ein riesiges Stück. Ach, hier sind wir. So, das gesehen. Ich hab direkt Schleichen. Ich hab direkt ein Schleichen-Skill bekommen. Oh, hier ist noch so ein Ding. Das müssen wir uns mal merken. Wir müssen einfach mal mehr schleichen auch. Schleichen? Was ist das? Ja. Kann ich das zumachen? Nee. I may soon need the facilities. Ach, hier so. Ach, unser Dix. Wer denn? Ach, der. I'm gonna die. Ach so, wir brauchen die Energiezelle, um den Forklift anzumachen. Genau, so war das. Ich hab's schon wieder vergessen. Guck mal, hier ist ein Roboter, sollen wir doch töten. Bist du bereit? Wir sollen ihn hacken. Ach so, nee, wir sollen... Doch, kaputt machen. Komm, wir hauen mal drauf. Komm, wir hauen... Nein! Gefährliche Roboter. Oh Gott! Oh Gott! Bin ich da? Nein, du siehst mich nicht! Nimm. Aha! Kannst du Damage machen? Hat der geschossen oder so? Ich weiß es nicht, hat mich elektrifiziert. Mein Arm. Mein armer Arm. Ach, guck mal, der ist voll lahm. Warte, der ist voll lahm! Ach du. Hat der verliert der Lebensenergie? Ich sehe keine Lebensenergie. Stirb! Stirb! Oh Gott! Stirb! Ich buch dich an. Ich steck dich ins Auge. Ich hab ein Netz dran geworfen, oder? Nee, es macht nichts. Es macht kein gar nichts. Nee, dass du immer noch lebst? Ja, der trifft mich nicht. Du bist aber die ganze Zeit bei mir elektrifiziert.
Ja, genau. Zwei, drei Mal hat er mich jetzt schon getroffen. Ach stimmt, doch, ja. Doch, warte, er geht kaputt. Doch, der geht kaputt. Langsam, ganz langsam. Verliert er Teile? Au, au, ich muss mich heilen. Aha. Oh nein, nein, nein. Der kann ja nur Nahkampf, das ist ganz gut. Wir hätten so Fallen hier hinstellen sollen. Stirb! Mein Speer ist fast kaputt. Ganz schön unspektakulär hier so drauf zu schießen. Meine ganzen Pfeile stecken in dem drin. Mein Speer ist kaputt. Ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Er hat hinten so eine Dose. Warum sind da Dosen? Achso, der füllt ja die Dosenautomaten auf. Einmal schlagen und weggehen. Einmal schlagen und weggehen. Abwechselnd, abwechselnd draufschlagen. Abwechselnd draufschlagen. Guck. Oh, ich muss kacken. Warte. Gib mir Deckung. Ich muss kacken. Ja, ich geb dir Deckung. Oh, oh Gott. Ich beeile mich. Du, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, er ist platt. Warte, ich komm gleich. Oh Gott, Mann, das ist ein Riesenwurst. Ich musste so dringend. Ich kann ihn zerschneiden. Warte, ich will sehen. Ich muss doch noch Häufchen machen. Jetzt hast du verpasst, wie er umgefallen ist. Guck mal, er hat Dosen verloren. Richtig gut. Und ein Sicherheitsbot-CPU. Ich zerschneide dich. Haben wir irgendwas Tolles gefunden? Technologieschrott. Nee, das haben wir schon. Haben wir sonst irgendwas gekriegt? Sicherheitsbot CPU. Ah, okay, immerhin. Hier. Auf unseren. Hier. Also, ich dachte, du hast beide getrunken. Nein. Auf unseren Sieg! Auf euren Sieg! Ja, genau. Okay, dann los. Ach ja, hier war das hier oben mit dem, warte mal. Ich hab überall Öl verloren. Ja? Ach, hier ist das mit dem Portal, aber wo haben wir denn die... Nein! Oh. Warte mal, wo sind denn unsere... Warte mal. Unsere Rollis? Die sind hier oben, oder? Ja, ja, hier am Eingang. Ach ja, hier, wir sind ganz andersrum gegangen, das hätte auch funktioniert. Hier waren wir doch schon. Ja, ja, aber wir sind doch andersrum hier hoch jetzt. Das ist ja, genau, wir sind hier durch. Hier sind nämlich auch die Rollis und Gegner. Du bist auch so ein Rolli. Du Rolli. Ah! Guter Wurf, guter Wurf! Also, Schild hilft ja wirklich. Der lebt ja immer noch. Ja, mein Schwert. Voll. Gebübel. Ich schieße jetzt halt immer damit ich das skille. Ach, guck mal, hier sind noch zwei Kisten. Habe ich eigentlich eine Spritze? Habe ich. Warte, wo sind denn die Trollys jetzt? Hier ist einer. Wo ist der andere Trolli? Ach, den hast du da hinten in den Büroraum geparkt, glaube ich. Den habe ich irgendwo umgeparkt. Irgendwo, es trifft es ganz gut. Da hinten und dann rechts. Ja, fahr mich zum anderen Trolli. Los geht's. Ich hab hier was getötet, das musst du gerade mal zerschneiden. Hallo? Ja, es steht in der Tür, super Idee! Lebt ja noch! Yeah, Genauigkeit 3.
Scharfer Kampf 1. Oh Mann, ich bin jetzt so richtig scharf, Mann. Oh ja. Rückwärtsgang. Piep, piep, piep. Ich lade mal gerade meine Taschenlampe auf. Wollte ich auch tun. Ich weiß noch nie, wie lange das dauert. Oh, gut ausgewichen. So, das hatten wir gemacht. Konnten wir eigentlich auf die andere Seite von diesem Ding hier kommen? Das weiß ich gar nicht. Sind wir durch den Lüftungsschacht geklettert? Ja, ich meine schon. Aber wo sind wir hingekommen? Haben wir das wirklich gemacht? Ich hab's vergessen. Ja, sehr gut. Es ist halt sehr gut, dass du dabei bist und auch alles vergisst, anstelle nur im Chat zu hocken und zu sagen, Alter, das war folgendermaßen. Ja, wenn man alles hintereinander wegschaut, dann... So, der Trolley ist, voll. Dann lassen wir den stehen. Nimm mal den mit, wir gehen mal hoch zu dem Portal. Nämlich der Einrad hat nämlich gelernt, wenn man selber spielt, ist es ganz anders, als wenn man zuschaut. Du siehst halt viel mehr, du merkst dir viel mehr. Das wusste ich schon vorher. Mhm, ja, ja. So, hier, Fahrstuhl. Kommen Sie rein jetzt hier. Oh Mann, ey, immer muss ich alleine fahren, weil der Einrad irgendwie 20 Jahre braucht. Oh, oh. Besser ist das. Okay, hier oben waren wir noch nicht. Auf, zu neu. Nee, das ging nicht. Nee? Achso. Also wir müssen... warte mal. Also. Sind wir denn jetzt eigentlich in Level 3 hier? Wesen, Orte, die Theorien, Leute, Data, Register. Wir sind in L1, L2 Junction, Level 3 Access. Ich meine, sollen wir mal da reingehen jetzt und gucken, was hier los ist? Ja. Einrad? Ja. Sollen wir jetzt einfach mal bei den Portalen weitergehen? Oder waren wir da irgendwie nicht vorbereitet genug? Also ich bin im Moment ziemlich schlecht vorbereitet. Ich überlege gerade. Ne, dann lass mal... Okay, dann nimm den Trolley wieder mit. Wir gehen nochmal zurück zur Basis. Ich wusste nicht mehr, wie viel hier oben... Ja, wir gehen nochmal zurück, bei mir auch. Aber ich glaube, wir müssen da durch. Ich meine, wir sind das andere Treppenhaus noch nicht hochgegangen, aber... Ja, yeah, sprinten so und so viel. Da waren wir auch noch nicht. Ich meine, wir brauchen halt dieses Heckzeug. Genau, dafür müssen die Roboter kaputt machen. Oder zumindest den CPU. Bauen. Ja, wir müssen mal so Fallen bauen und die auch vor die Roboter-Sachen stellen. Türen, die nicht aufgehen, gehen vielleicht damit auf. Ja, ja, meine ich ja. Wir brauchen Taschenlampen an unseren... Ich hoffe, wir haben irgendwann so Gabelstapler oder so. So E-Trollys, weißt du? Los geht's. Mann, wer baut denn hier sein Bett rein? Echt. Hier lernt man einparken. Ja, das ist diese blöde Lampe. Zeichen. Jetzt erstmal das Essen. So, wir brauchen irgendwie so ein Radio mit Musik oder so. Metall und ein Mac. Power down momentarily. If you have not already evacuated the facility,
Consider this your top priority. Have a wonderful and productive evening. Have a wonderful and productive evening and don't forget to evacuate this facility. Wie bitte? Ich kann mit H das Schild schnell wegstecken. Um dann was zu tun? Um dann das zu tun. Oh, hier ist ein Rootbeer Float. Aber das Stromgehäuse kennen wir doch schon. Ein Rootbeer Float. Mit einem Rootbeer und einer Eiscreme. Ach, eine Eiscreme habe ich ja schon mal gefunden. Ich weiß nicht, ob wir das machen müssen. Okay, so, jetzt, ich brauche Gummibänder. Wollen wir denn die Gummibänder? Sehr wichtig. Denk dran, du hast ja so ein Alles-Einlagern-Knopf, ne? Ja, genau, meine ich. Der einmal Wassereimer soll auch immer drin bleiben, oder was? Den musst du mal leer machen. Ja, den habe ich vorhin aufgefüllt, damit wir den hier wieder reinmachen. Ich sammle jetzt Fernseher. Guck mal, Gordon Freeman? Life escape can be demanding, so it's important to remember that resting is key to staying in good health. Simply taking a moment to sit down, even on the floor, will give you the energy boost you need to get through your day. Ich bin schmuddelig. While resting in any form helps to promote healing, lying down for a short nap is the optimal way to getting back to your ideal physical condition. Getting adequate rest is vital to being a productive and ich habe wieder einen gehört, der wieder essen will. The Gate Cascade Research Facility. Okay. Also, ich habe 8 Bandagen. All vacant perforations will be resetting in 3, 2, 1. Reset complete. Hier ist aber nichts resettet. Guck mal, diese Computer und so. Ja, aber guck mal, weißt du noch, einmal sind doch Computer und so respawned. Jetzt passiert das gar nicht mehr, oder? Ja, das war hier, ich glaube, einfach nur, damit man nicht nicht die Tür aufmachen kann. Okay, komm, wir müssen jetzt weiter. Ich meine, entweder machen wir jetzt das Holzding ist voll. Warum ist da Glas drin? Warum ist da... Oh Mann. Warum ist da Stroh? Simply taking a moment to sit down, even on the floor, will give you the energy boost you need to get through your day. Ach, Strom ist aus. Sie brauchen auch Strom. Lying down for a short nap is the optimal way to getting back to your ideal physical condition. Ach, wir haben... wir haben ja schon Getreide. Ja. Das ist erwachsen. Hast du schon, Spritzen gemacht? Ja. Ich hab dir auch welche gegeben gehabt. Ja, ja, das weiß ich. Mhm. Okay. Kann auch... So, warte mal, wir brauchen... Getreide hingepackt habe. Ich denke, Elektrofallen brauchen wir. Wir brauchen nämlich hier Controller, LCD-Bildschirm und Infrarot-Setter und so ein Scheiß. Scheiße. Wir haben ja die Elektrofalle hier. Wir machen so Killboxen. Boxen. Schauen wir doch mal, was wir dafür brauchen für das Hackerman. Ich meine, wir können auch so einen Hackinator bauen. Eine mobile Ventilator mit rotierenden Klingen, außer fertig, wenn eingeschaltet. Stolperfalle. Ein provisorischer Stolperfalle in kurzer Reichweite, die tödliche Geschosse verschießt, wenn sie ausgelöst wird. Kann mit weitem Schrauben mit Schrauben aufgelöst werden. Ich glaube, wir hauen einfach weiter drauf, das Ding. Ja, das hat bisher best funktioniert. Ah, genau, hier. Also, brauchen einen Infrarotsensor, ein LCD-Bildschirm und einen Controller. Ja, bis jetzt haben wir nur ein Bot-CPU.
Genau. Ich glaube, ich muss den Bot zerlegen, oder? Zerlegen? Ist das nicht eher was, was ich machen muss, oder bist du das? Wer kriegt denn mehr, du oder ich beim Bot? Ich muss noch so eine Steckerleiste bauen. Ich weiß es nicht. Ich mach mal, warte mal, ich brauche davon einen. Davon und davon. Also im Prinzip brauchen wir nur die CPUs. Ach krass, die können wir sogar an die Wände knallen, ist das geil. Egal, machen jetzt so. Na toll, jetzt kotzt du mich sogar voll, das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Du bist übel. Mir geht's doch gut, bist ein bisschen kalt. Ja, okay, ich bin verstrahlt, aber... I don't feel so well. Wie viel Strahl... Wo ist das Strahlenhebgerät denn? Ja. Warte mal. Oh, ich bin auch am Kotzen, was ist denn jetzt los, weil du mich angekotzt hast? Du hast mich angekotzt und deswegen bin ich auch jetzt krank. Guck mal, ich bin voller deiner Kotze. Knie nieder und empfange mein Brechen. Knie nieder und empfange meine Kotze. Ja. Öffne deinen Mund. Nein. Boah, ich muss jetzt, mir auch schlecht. Oh dear. I don't feel right at all. So. Oh, ich fühle mich nicht gut. Oh Gott. Ich muss mich waschen. Geh bitte woanders kotzen, okay? Du bist am Verhungern. Ich brauche Essen. Ja. Nein. Renn doch in die andere Richtung. Das gibt's doch nicht. Das ist bestimmt verbrannte Suppe, die ich hier trinke. Okay. Okay, ich glaube, es geht mir wieder besser. Meine Güte. Ekelhaft. Absolut. Ich glaube, jeder Fernseher hat ein eigenes Commercial. Okay, bist du bereit für weitere Abenteuer? Jawohl. Sehr gut. Wir haben ja nicht viel geschafft, aber ist ja egal. Wir sehen uns aber erst nächste Folge wieder. Bis dann, wir mal haut rein, Leute. Winke, winke. Danke, haut und wieder schaut.